Hallo Welt, da sind wir wieder und wir haben soweit fast alles fertig. Sehr viele Nebenaufgaben haben wir in den letzten Folgen geschafft und hier haben wir noch ein bisschen was zum Ausbuddeln. Dürfen wir hier durch? Wir sind der Mechaniker. Wir haben den Blaumann, wir dürfen überall hin. Nur die Ärzte dürfen uns nicht erschnüffeln. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Ja, das Gebiet kennen wir noch nicht so gut hier. Guten Tag. Wir jemals zur Ausgrabungsstelle hinkommen. Ja, es gibt noch drei Ausgrabungsstellen hier. Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Bis zum letzten Atemzug. Wie sollen wir denn da hinkommen? Ist das... Das ist nicht richtig, oder? Das sind 72 Meter darunter. Ich trau mich nicht. Oh, wir sind tot. Und sehen jetzt nicht mal... Wir sind nur im Urlaub. Und sehen nicht mal, wo die Ausgrabungsstelle ist. Das war doch nicht richtig. Apple Home. Also schön, wir versuchen es nochmal. Was sagt denn die Karte? Ja, die Karte sagt tatsächlich, ganz hier an der Ecke ist da was. Dann sammeln wir erstmal das hier ein, dann das und zum Schluss versuchen wir das dann zu machen, okay? Vielleicht haben wir da mehr Erfolg jetzt, dann so. Rennen dürfen wir hier auch nicht. Was hat es mit diesen Bussen auf sich? Wir buddeln, buddeln, buddeln eine Kiste aus. Was da wohl drin ist? Eine Axt. Berserkerpfeile, die wir noch nie ausprobiert haben. Sollten wir auch mal ausprobieren. Ich hoffe, das große Ding da ist ausgeschaltet. Okay, das scheint ja alles geöffnet zu sein. Ja, der kann nicht wissen, dass wir das sind. Der hier nicht nach Freude riecht.
Ach, eine verbrauchte Gasmaske und schon wieder eine schwere Axt. Na gut, dann versuchen wir das hier nochmal. Das letzte Stück ranzoomen können wir nicht. Oh, denkste, hier ist noch was. Ja, aber jetzt sind wir ganz in der Nähe von dem Ding da. Aber runter kann nicht richtig sein, ja? Weil wir da ja dann zu Tode stürzen. Also das ist nicht richtig, denke ich. Oh, vielleicht hier durch. Vielleicht kommen wir nach unten. Erst nach oben, dann nach unten. Vielleicht durch ein Haus. Meter immer noch. Ach so. Oh, müssen wir dann hier durch? Aha. Aber auch gefährlich hier ganz am Rand. Okay. Und das ist der gefährlichste Ort für eine Truhe. Und da ist ein Polaritätsgerät drin. So, ein Ziel hätten wir da noch. Ziemlich weit weg ist es. Aber ich denke, das bekommt unser Arthur schon hin. Wir sind ja mit dabei. Einmal rumlaufen hier. Bobby-Nadeln. Ja, jetzt mittlerweile mache ich mir keine Gedanken mehr. Ich glaube, jetzt können wir alle Schlösser öffnen, die wir wollen. Musik macht das aber auch ganz schön gruselig spannend hier. Oh, hier.
Na prima. Damit haben wir alles gefunden, was wir finden konnten bis jetzt. Mit Sicherheit haben wir einige Sachen übersehen. Wir haben ja nicht jede Kiste, die wir jemals gefunden haben, geöffnet sofort. Dann machen wir uns jetzt mal Gedanken, was machen wir denn als nächstes? Machen wir Britannia? Britannia wird uns angezeigt. Als nächste Aufgabe, die mysteriöse Truhe. Ja, das müssen wir ein andermal machen. Den Passierschein. Was ist denn Britannia? 4. November 1964, 21.30 Uhr. Nach unten zur Station Applehorn gehen. Alles an Bord der Westline nach Chippenham, Swindon, Newbury, Reading und London Paddington. Ja, aber brauchen wir nicht erst den Passierschein? Da haben wir schon ziemlich viel gemacht. Also ich denke, das machen wir zuerst. Storyquest Passierschein am 16. Oktober 1964 um 12 Uhr. Ich komme nur vom Parade District aus der Stadt. Und der einzige Weg, den ich zum Parade District kenne, ist der über die Mount Baden Brücke. Ja, wirklich, ziemlich bemerkenswert. All diese hübschen alten Gebäude. Er sieht nach einem fröhlichen Kerl aus. Wie oft habe ich ihm wohl schon einen schönen Tag gewünscht? Ach, ich vergesse das. Ja, er hat es wahrscheinlich auch vergessen. Also, die einzige Brücke aus Wellington Wells hinaus ist im Parade District auf Applehorn. Ich muss also als erstes die Brücke nach Parade überqueren. Ach, leider brauche ich dazu einen Passierschein. Leider, weil ich sogar einen Passierschein hätte auf meinem Schreibtisch in meinem Büro im Parade District. Ich muss mir einen anderen Weg einfallen lassen, um einen zu bekommen. Verdammt! Oh, verdammt, endlich! Die Station Applehorn ist unter dem Sendeturm. Ja, was sagt die Karte? Was sagt denn die Karte dazu? Das hier brauchen wir nicht mehr. Ah, Daha. Einmal rum, um den Berg. Rum-di-dum-di-dum. Oh, 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 genau, die sind ja hier so empfindlich. Nein, nein, du musst die Bobbys nicht rufen. Wir machen das schon, wir gehen schon langsam. Aber so viele Blüten hier. Hm, hm, alles für uns, für uns, für uns. Oh. Die Pflanzen sehen schon alle gerupft aus. Diese hier noch nicht. Ja, die nehmen wir auch mit. Wir sind ja gerade mal hier. Ich lerne nicht weit. Das ist ja gleich um die Ecke. Warum ist hier ein Lämpchen? Warum ist hier ein Licht? Reflektionsteich, Angeln verboten. I'm the new guy. Any idea where my desk is? Did you hear about Constable Rossetti's wife's cake? Oh. Schöne Autos. Oh. Sollen wir nicht lieber bei Tageslicht da rein? Naja, wir können schon mal. Ein Stück können wir schon mal rein. Hier gibt es nichts zu sehen. Gar nichts. I'm sorry, sir. The broadcast tower has been quarantined. Well, I think if you examine the gate, you'll see that it's been unquarantined. Oh, so it has. Well then, I'll just bugger off, shan't I? Enjoy your visit. Ja, danke. Wakey, wakey. Fabulous day in Wellington Wells. The weather is a bit wet,
Ich weiß, wir sollen nach Rom. It would be lovely to visit the old broadcast tower, but I do sort of need to get the hell out of Wellington Wells. I gotta go down. Ich weiß, wir sollen nach unten, aber ich guck doch immer ganz gerne in alle Ecken erst. Good morning. Took a V-meat sandwich off a downer this morning. How on earth did a downer get V-meat? I haven't the foggiest. But I'll tell you, it was the best meal I've had in days. I'd imagine. Na, hoffentlich hat kein Fleischkugelhupf gehabt. Oh nein, wir sind falsch abgebogen. Wir werden nie darüber kommen. Was ist das? Station Apple Home betreten. Punkt ohne Wiederkehr. Wir können flüchten aus dem Land, ja? Wollen wir das? Oh, ich glaube nein. Oder? Naja, wir haben die mysteriöse Truhe noch nicht. Wenn wir nie wieder zurückkehren können. Dann ist das ja nicht so toll. Ich denke, wir entscheiden uns in der nächsten Folge. Oh Mann, heute ist ein merkwürdiger Tag. Vorhin die ganzen Aufnahmen mit dem Fleischer, mit dem Metzger, mit den Maschinen da, das hat auch alles nicht so geklappt. Naja, und jetzt stehen wir hier. Jetzt bin ich nämlich nicht sicher, wenn das hier die letzte Aufgabe ist. Britannia wäre nämlich hier dann doch noch vielleicht zuerst zu machen. Nee, das ist jetzt auf einmal Britannia. Ach so, ja dann. Ja, trotzdem machen wir das in der nächsten Folge. Okay, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.